So, die Einreicher haben mir mitgeteilt, also die Fraktionen BFZ Grüne und die Fraktion Linke, dass sie zum Thema Folgekosten das nochmal besprechen wollen und deshalb das gerne nochmal im Finanzausschuss besprochen hätten. Deshalb Verweis in den Finanzausschuss. Tagesordnungspunkt 4.2, Prüfauftrag zur weiteren Zentralisierung der Stadtverwaltung, Fraktion SPD. Herr Heinzisch. Ja, in Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit versuche ich mich so kurz wie möglich zu fassen. Einer von zwei wirklich kleinen Anträgen, ganz bescheidene Geschichte, läuft unter dem Motto, man könnte es vielleicht nennen, Kleinvieh macht auch Mist. Wir bitten zu prüfen, ob es eine Möglichkeit gibt, das Kulturamt ins Verwaltungszentrum zu verlegen und vielleicht dann die frei werdende Immobilie am Markt zu veräußern und damit einen Effekt für den städtischen Haushalt zu erzielen, kann man dann vielleicht Unkrautbekämpfung damit machen. Und wir bitten auch nochmal, zu prüfen, ob nicht die vielen verschiedenen Bauhöfe, die wir so unterhalten, im Gartenbau- und Friedhofsamt und im Tiefbauamt, ob man die nicht vielleicht zentraler organisieren kann und damit auch ein bisschen Geld einspart. Das ist also ein Prüfauftrag und wird ja wahrscheinlich jetzt in irgendeinen Ausschuss verwiesen. Danke. Also das Kulturamt ist in der Kolbingstraße, bloß nochmal zur Richtigstellung. Der Verweis von mir ist jetzt in den Haupt- und Verwaltungsausschuss, weil es um Organisation der Verwaltung geht. Tagesordnungspunkt 4.3, ebenfalls Antrag Fraktion SPD, Prüfauftrag zur Statutmiete des FSV. Ja, sehr verehrte Frau Oberbürgermeisterin, werte Mitglieder des Rates, auch dazu in der gebotenen Kürze. Ich habe ja in der letzten Stadtratssitzung da schon mal was dazu gesagt und da durfte es ja leider nicht abgestimmt werden. Und darf ich heute noch mal was dazu sagen? Wir sind der Meinung, es gibt einen direkten Zusammenhang zwischen dem Erfolg des FSV Zwickau und dem städtischen Haushalt. Und zwar über den Zuschuss aus dem städtischen Haushalt an die Stadionbetreibergesellschaft. Der ist nämlich unterschiedlich, ob der Verein in der dritten Liga spielt oder ob er in der vierten oder vielleicht schlimmer noch spielt. Und deshalb kann wer für den städtischen Haushalt ist, der muss eigentlich dafür sein, dass dieser Verein so erfolgreich ist wie möglich, denn das spart dann am Ende vielleicht sogar Geld. Und deshalb bitte ich einfach, diesen Antrag mal unabhängig davon zu sehen, ob man jetzt Fußball nicht mag, wie Herr Dr. Schick, oder Fußball mag, wie ich. Das spielt eigentlich keine Rolle. Es soll mal geprüft werden, ob unser Fußballverein im Vergleich zu den anderen Drittliga-Vereinen da übergebührend belastet ist oder nicht. Es gibt ja da Aussagen vom FSV, die kann man glauben, die kann man auch nicht glauben. Wir hätten gerne mal eine verlässliche Auskunft. Und wenn das irgendwie machbar ist, dass die Verwaltung da mal eine Auskunft einholen kann, dann würde uns das sehr freuen. Denn am Ende ist es ja so, entscheidend für den Erfolg ist die Mannschaft. Und die können nur erfolgreich sein, wenn entsprechend viel Geld für die Mannschaft übrig ist. Und wenn man das nicht hat, dann kommt auch irgendwann kein Erfolg mehr und dann kostet es noch mehr Geld. Das ist leider so. Und deshalb bitten wir um eine solche Prüfung. Danke. Ich verweise den Antrag in den Finanzausschuss. Tagesordnungspunkt 5, Informationen der Verwaltung. Ihnen wurden Informationsvorlagen ausgereicht. Arbeitsbericht 2017, kommunale Kinder- und Jugendarbeit. Tätigkeitsbericht Kulturbereich 2017 und Prüfauftrag zum Parkraumkonzept in Zwickau und die Veranstaltungshinweise. Tagesordnungspunkt 6, Beschlussfassung, 7, 6 haben wir schon abgehandelt, das war die Einwohnerfragestunde, 7, Beschlussfassung über die Einberufung der nächsten Sitzung. Die soll voraussichtlich am 24. Mai 2018 hier in diesem Raum stattfinden. Gibt es da andere Auffassungen? Das sehe ich nicht. Damit beende ich unsere heutige Stadtratssitzung um 20.15 Uhr und bedanke mich nochmal für die Beteiligung an der Stadtwette. Und ich muss nicht im historischen Kostüm Stadtführung machen. Dankeschön.